Aktuell ist wohl keine Marke so krass im Munde wie Puma. Denn Puma geht einen sehr, sehr aggressiven Weg gegenüber der Konkurrenz Nike und Adidas und möchte im Fußballbereich natürlich die Nummer 1 werden. Deshalb wollen wir uns heute mal die Marke Puma genau anschauen, um zu gucken, wie Puma tatsächlich die Nummer 1 im Bereich Fußball wird. Was meine Meinung dazu ist und welche Strategie Puma verfolgt, erfährt ihr in der heutigen Folge der Fußballschuh-News. Heute im Video geht es um eine der spannendsten Marken aktuell und zwar um Puma. Ihr habt es euch gewünscht, eine Sonderfolge zu Puma und wie Puma die Nummer 1 im Fußballgeschäft werden möchte. Alle Fakten zum Puma, zu den letzten Spielern, zu den Fußballschuhen, meiner Meinung nach, erfährt ihr heute im Video. Viel Spaß dabei und let's go! Wir sprechen heute also über die Marke Puma, denn sind wir ehrlich, aktuell wahrscheinlich die Marke schlechthin im Bereich Fußball, was die Aufmerksamkeit angeht. Das sieht man auch an den zahlreichen Fußball-Show-News-Folgen, die wir schon zum Thema Puma gebracht haben. Weshalb ich dachte, es wird Zeit, mal eine kleine Sonderfolge zu machen, um mal etwas genauer hinzuschauen, was hat Puma vor, wo könnte die Reise hingehen und was ist auch meine Meinung zu diesem Thema. Deshalb, wie gesagt, heute speziell um das Thema Puma. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Ihr könnt jetzt schon mal gerne Feedback in den Kommentaren da lassen und in eurer Platzierung 1 bis 3, welche Marken von euch, quasi Adidas, Nike, Puma, bekommen welche Platzierung, gerne mal Feedback da lassen. Denn wie gesagt, heute speziell um das Thema Puma. Wir konzentrieren uns auch nur auf den Bereich Fußball. Ihr wisst natürlich, Puma auch im Lifestyle-Geschäft sehr, sehr aktiv. Nichtsdestotrotz schauen wir hier auf den Bereich Fußball und auch ein bisschen ja, auf das Ziel von Puma, das dann über Fußball hinweggeht. Sind wir ehrlich, nicht zuletzt wegen dem Neymar-Wechsel ist eigentlich Puma überall wieder in den Schlagzeilen, auch vor allem hier auf dem Kanal in den Fußball-Show-News-Folgen sehr, sehr präsent, denn dieser Wechsel natürlich riesen Aufmerksamkeit gebracht. Dazu kommen wir gleich. Aber wenn man so ein bisschen mal zurückguckt in der Geschichte von Puma, gab es da auch noch weitere Athleten, die einen ähnlichen Status zu ihrer Zeit hatten, sprich auch damals schon Puma sehr, sehr gut aufgestellt war. Zum einen natürlich die Legende Pelé, war auch mit Puma-Fußball schon unterwegs, mit Puma King, sprich hier schon ein riesen Spieler, ein sehr, sehr bekanntes Gesicht, das Puma früher gesichert hatte. Und natürlich auch Maradona, muss man hier definitiv erwähnen, eine absolute Fußball-Ikone, auch unterwegs mit Puma, genauer gesagt mit dem Puma King. Sprich, nicht nur zuletzt Puma mit sehr, sehr guten Spielern unterwegs, sondern schon sehr, sehr lange, muss man definitiv so festhalten, denn diese zwei Gesichter waren auf jeden Fall zwei der größten in der Fußballgeschichte. Puma ist definitiv zuletzt mit einer sehr, sehr aggressiven Strategie aufgefallen, und zwar was das Thema Ausrüster und Sponsorverträge angeht. Das haben wir, wie gesagt, in Fußball-Show-News-Folgen schon sehr, sehr häufig gehabt. Das erste Aufrufezeichen war definitiv im Bereich der Premier League, denn da war ja Puma der Ausrüster von Arsenal, auch eine sehr, sehr lange Zeit, hat aber dann diesen Verein quasi an Adidas verloren und hat deshalb natürlich in der Premier League einen neuen Verein gesucht und hat es tatsächlich geschafft, Manchester City unter Vertrag zu nehmen und einen richtig, richtig krassen Vertrag da aufzusetzen, denn es geht hier um 750 Millionen Euro für 10 Jahre, sprich 75 Millionen Euro pro Jahr. Das ist 55 Millionen Euro mehr als Nike vorher, wenn sie die gezahlt hat. So ist es zumindest laut der Quelle Sport1. Also auf jeden Fall ein extrem krasser Vertrag, der schon damals für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil natürlich Man City, sind wir ehrlich, einer der besten Teams in den letzten Jahren in der Premier League ist und Puma hier natürlich einen extrem krassen Deal gelandet hat. Aber die größte Aufmerksamkeit kam natürlich, wie ihr wisst, durch den Neymar-Wechsel. Damit haben sehr, sehr wenige gerechnet, dass tatsächlich nach 15 Jahren bei Nike Neymar zu Puma wechseln wird. Doch ist es tatsächlich dann so passiert, dass sich Puma die Dienste von dem aktuell wahrscheinlich meistgehypten Fußballer dieses Planeten ja gesichert hat. Neymar Junior ab sofort bei Puma. Das hat auf jeden Fall für Schlagzeilen gesorgt und für extrem viel Aufmerksamkeit bei Puma. Leider ist zum Vertrag nichts bekannt. Es sind weder die Laufzeiten noch die Gagen quasi bekannt. Man weiß also nichts, aber natürlich geht es hier um sehr, 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 sehr viel Geld, denn Neymar ist nicht nur ja, Botschafter auf dem Fußballplatz, sondern auch im Lifestyle-Bereich, sprich gleich in zwei Bereichen bei Puma aktiv. Dementsprechend wird das Ganze auch sehr, sehr viel Geld für ihn gebracht haben. Und haben auch viele gefragt, lohnt sich das eigentlich, Neymar quasi so viel Geld zu geben, um die Marke nach vorne zu bringen? Meiner Meinung nach definitiv ein Ja, denn Neymar ist wirklich der einflussreichste Spieler, beziehungsweise einer der einflussreichsten Spieler, was das Thema Fußballschuhe angeht. Muss ich mich auch selber mal wieder als ertappen, dass ich einen Schuh nur wegen Neymar da teste.
Aber muss sagen, dass Puma hier wirklich einen extrem guten Fang gemacht hat. Und man sieht es auch zum Beispiel, dass der Puma King, der vorher eigentlich nicht so wirklich eine riesen Aufmerksamkeit bekommen hat, plötzlich in aller Munde war und tatsächlich auch ausverkauft war in der Neymar-Variante. Da hätte ich nicht für möglich gehalten, aber da kann man schon sehen, dass Puma und Neymar da wirklich einen richtig guten Weg eingeschlagen haben. Aber wie ihr wisst, ist Neymar nicht der einzige Spieler bei Puma. Wenn wir gleich mal ein bisschen auf das aktuelle Line-Up gucken, außer natürlich auf Neymar, den haben wir jetzt gerade schon behandelt, fällt auf, dass Puma hier relativ gut aufgestellt ist. Denn zum einen haben wir hier natürlich Luis Suarez, zum anderen Marco Reus, Antoine Griezmann, Axel Witsel, Oliver Giroud und. Sprich, hier ist Puma eigentlich schon sehr, sehr gut aufgestellt, was die Spieler angeht, zumindest meiner Meinung nach. Aber ihr habt es in den Fußball-News gesehen, in letzter Zeit Puma sehr, sehr aggressiv, was Ausrüsterverträge angeht, sprich sie sichern sich immer mehr Spieler. Das liegt auch daran, dass Nike seine Strategie so ein bisschen geändert hat und immer mehr Spieler verliert und Puma sich die Dienste jetzt sehr, sehr gut sichern kann. Zum einen natürlich ein riesen Thema, Robert Lewandowski. Ist auch tatsächlich das erste Mal jetzt in der Bundesliga mit dem Puma Future aufgelaufen. Wenn er ihn auch in der Halbzeit gewechselt hat, das ist ein anderes Thema. Aber es ist laut Insider-Kreis schon sicher, dass Robert Lewandowski zu Puma wechselt. Zwar erst im Sommer, aber dass das Ganze schon fix ist. Sprich, der aktuelle Weltfußballer, einer der besten Stürmer der Welt, dann auch bei Puma unter Vertrag. Außerdem allein letzte Woche sind nochmal zwei Deals bekannt geworden. Zum einen von Real Madrid. Rafael Varane hat gewechselt und zwar von Nike Tempo, auch zu Puma und spielt dort nun den Puma Ultra. Und auch zuletzt vom FC Bayern München, Kingsley Coman, auch unterwegs ab sofort mit dem Puma Ultra. Sprich, Puma kann man hier auch ganz gut erkennen, natürlich auch sehr, sehr gut zum Marketingfokus, das Thema Geschwindigkeit, da kommen wir gleich dazu, denn hier passt natürlich ein Spieler wie Kingsley Coman extrem gut rein. Denn hier wollen wir uns mal den Marketing-Slogan genauer angucken, der nennt sich nämlich Forever Faster und das nimmt Puma tatsächlich wörtlich. Nicht nur im Bereich Fußball fällt auf, dass Puma hier sehr, sehr krass auf schnelle Spieler setzt, wie zum Beispiel Neymar oder jetzt auch Kingsley Coman, sondern auch über den Fußballbereich hinaus. Schauen wir mal auf jeden Fall in den Motorsportbereich, ist natürlich in der Formel 1 sehr, sehr aktiv und hat sich tatsächlich auch den Weltmeister schon lange unter Vertrag gesichert, und zwar Lewis Hamilton, der siebenmalige Weltmeister, auch bei Puma unter Vertrag und natürlich auch der schnellste Mensch der Welt. Usain Bolt war mit Puma Flex und ist auch immer noch bei Puma Botschafter. Also das Thema Geschwindigkeit bei Puma hier sehr, sehr entscheidend. Deshalb fällt auch auf, dass es bei den Spielern immer wieder so darum geht, dass es auch schnelle Spieler sind. Natürlich nicht nur, aber natürlich wird versucht, hier der Marketingfokus auch zu unterstützen. Wir sind hier auf dem Fußballschuhkanal Nummer 1, deshalb schauen wir uns natürlich auch die Fußballschuhe von Puma mal genauer an und starten jetzt erstmal mit dem Line-Up vor einem Jahr und können so ein bisschen die Entwicklung dann von Puma ganz gut erkennen. Und zwar das Line-Up war immer der Puma One und der Puma Future. Wir starten mal mit dem Puma One, einem wirklich extrem unterschätzten Fußballschuh. Warum, erkläre ich euch gleich. Und zum anderen hier natürlich auch der Puma Future 5.1 oder beziehungsweise den Puma Future Netfit. Denn diese Technologie hat auch schon für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ist über 3 Jahre schon auf dem Markt gewesen. Und zwar ist es die Möglichkeit, den Schuh personalisiert zu schnüren. Das hat Puma auf den Markt gebracht, um so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal zu präsentieren. Wurde auch zunächst sehr, sehr gut angenommen. Und ich fand es von der Idee tatsächlich extrem gut, denn ich bin ein Riesenfan von Puma Future und muss sagen, dass ich den Schuh auch heute noch extrem mag. Für alle, die diese Fußballschuhe von Puma oder allgemein Puma Fußballschuhe ja haben wollen, checkt mal gerne den Link in der Beschreibung aus. Wir haben nämlich wieder einen Puma Sale am Start, teilweise 80% auf Puma Fußballschuhen. Einfach mal den Link in der Beschreibung anschauen. Wir haben also hier auf jeden Fall die zwei Fußballschuhe, die noch vor einem Jahr mit Füßen von Puma-Spielern ja zu sehen waren. Und ich muss sagen, der Puma One, ihr habt es gehört, für mich ein extrem unterschätzter Fußballschuh, aber wahrscheinlich aufgrund der Optik nicht von allen angenommen worden. Sprich, da hat der Fußballschuh so ein bisschen darunter gelitten, denn die Performance war sehr gut, aber die Optik, muss auch ich sagen, feiere ich jetzt nicht so enorm. Es sieht nicht so sportlich aus, die beiden Schuhe sind eher eine High-Cut-Variante. Und auch hier hat Puma so ein bisschen Strategiewechsel gemacht, denn wir schauen uns mal diese beiden Fußballschuhe an. Beide, wie gesagt, High-Cut und jetzt hat sich hier einiges verändert und Puma hat quasi einen neuen Weg, das ist vielleicht übertrieben gesagt, aber auf jeden Fall nochmal einen aggressiveren Weg, was das Design angeht, eingeschlagen. Zum einen natürlich dieser Fußballschuh dann raus, der Puma Ultra. Ich stelle den mal dazwischen. Der Puma Ultra hat dann quasi diesen Fußballschuh ja abgelöst, den Puma One. Sprich, der ist aus dem Sortiment rausgeflogen, wahrscheinlich genau aus diesem Grund, den ich gerade genannt habe. Und raus kam der 160 Gramm leichte Speedboot.
Für mich extrem krasser Fortschritt von Puma. Speedboot-Geschäft hier auf jeden Fall einen richtig guten Einstieg erwischt, denn der Fußballschuh performt sehr, sehr gut. Wir haben hier ein sehr, sehr weiches Ummaterial, Aramid-Carbonfaser-Ummaterial. 160 Gramm leicht und wirklich ein extrem direktes Ballgefühl. Und was hier auch wirklich entscheidend ist, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Aktuell kostet der Fußballschuh zwischen 40 und 100 Euro statt 200 Euro, als der Puma auf jeden Fall auch im Vergleich zur Konkurrenz insgesamt auch einen deutlich besseren Preis auf den Markt gebracht. Und dann war es natürlich auch Zeit, Update für diesen Fußballschuh zum Puma Future. Der sollte auch nochmal sportlicher aussehen. Und ihr habt es ja mitbekommen, das Ganze hat natürlich dann zusammen mit Neymar ist das Ganze dann passiert. Und zwar rauskam dann dieser Fußballschuh hier. Und zwar der Puma Future Set. Hier hat sich einiges geändert. Kein Netfit mehr. Das wurde jetzt am Fußballschuh entfernt. Stattdessen wurde auf Sportlichkeit gesetzt und auf das Fusion Fit Plus, dieses Kompressionsband am Mittelfuß, also auch eine Technologie, die Puma nochmal nach vorne bringen sollte. Und ich muss sagen, die Entwicklung der Fußballschuh meiner Meinung nach extrem gut. Ihr könnt ja mal Feedback da lassen, was ihr dazu sagt. Vor allem dieser Fußballschuh, der Puma Future Set Teaser, für mich eines der Highlights Drops aller Zeiten bei Puma gewesen. 246 Stück limitiert, direkt ausverkauft gewesen, aber ihr wisst natürlich, der reguläre Puma Future ist dann natürlich zwei Wochen später auch rausgekommen. Findet ihr auch unten nochmal verlinkt. Wir wollen aber auch nochmal auf einen anderen Schuh eingehen, der auch so ein bisschen zeigt, wie aggressiv Puma unterwegs ist. Und zwar, wir haben es schon angesprochen, das Thema Geschwindigkeit und deshalb hier auch noch diesen Fußballschuh am Start. Ihr kennt ihn hoffentlich noch. Zum einen hat hier Puma den Rekord von Adidas geknackt für den leichtesten Fußballschuh aller Zeiten mit gerade mal 98 Gramm. Und zum anderen sieht man hier auch allein auf der Box schon mal stehen. Hier geht es natürlich um das Thema Geschwindigkeit und die Kooperation mit Rimont, dem schnellsten E-Auto der Welt. Sprich, auch hier nochmal das Thema Geschwindigkeit sehr, sehr gut untergebracht. Was mir nicht so gut gefallen hat, war der Preis, denn der Fußballschuh war auf 412 Stück limitiert und hat auch 412 Euro gekostet, weil auch dieses E-Auto 412 fahren kann. Also auf jeden Fall extrem krasses, eine sehr, sehr krasse Marketingbotschaft, eine sehr, sehr geile Marketingstrategie. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen und auch hier kann man sowas quasi ganz gut erkennen, auf welchem Weg sich Puma derzeit befindet. Ich muss definitiv sagen, dass ich Puma sehr, sehr spannend finde und die Entwicklung sehr, sehr positiv betiteln würde. Vor allem die Fußballschuhe, hier auf jeden Fall ein riesen Fortschritt. Bin großer Fan davon, habt ihr wahrscheinlich aber auch in den Reviews gehört. Und natürlich zum anderen auch das Thema Spieler. Da ist Puma auf einem sehr, sehr guten Weg. Vor allem der Deal mit Neymar wirklich extrem krass. Hätte ich damals nicht für möglich gehalten. Deshalb, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Thema. Eure Meinung dazu gerne mal in den Kommentaren da lassen. Würde mich interessieren, wie ihr das Ganze seht. Das war's auch schon jetzt im heutigen Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Falls ihr keine Videos verpassen wollt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Kanal abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren. Lasst auch gerne mal ein Feedback da mit eurer Platzierung 1, 2 und 3, Nike, Adidas und Puma. Welche Reihenfolge würdet ihr wählen? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und tschüss.